Influencerin Dagi B und Tina Jalas verbindet eine enge Freundschaft. Sie bezeichnen sich sogar als Cousinen. Wie sie in ihrem Podcast Kaffee mit Zitrone erzählen, sei die Verbindung zwischen ihnen allerdings nicht immer eng gewesen. Ich finde, dieses Jahr haben wir wieder richtig zueinander gefunden, erzählt Tina. Für Dagi B sei 2022 das Jahr der Neuanfänge. Wie Tina weiter erklärt, hätten sich die beiden nämlich in der vergangenen Zeit verloren. Es ist ja normal, wie jede Beziehung ist auch jede Freundschaft, es gibt Ups und Downs, offenbart Tina. Ein Down hätten auch die beiden selbst gehabt. Glücklicherweise konnten sie dieses überwinden und wieder zueinander finden. Es ist auch so, ich weiß nicht warum, aber ich hatte eine ganz lange Zeit das Gefühl, dass ich dich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe, ich hätte dich nicht angerufen, gesteht Tina Dagi und fährt fort. Ich habe dieses Jahr richtig gemerkt, wir haben so viel miteinander gesprochen, wir haben so viel miteinander geteilt, wir haben so viel einfach geredet. Das hätte ihrer Freundschaft so unfassbar gut getan. Heute sind Dagi B und Tina wohl froh, dass sich ihre Freundschaft von den Downs erholen konnte.